Oh. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht, warum der das so komisch macht, weil normalerweise arbeiten die halt immer so Reihe nach Reihe ab. Ja, was ist denn hier mal los? Ah, da kommen sie an. Okay, er kann einfach mal weiterarbeiten, was soll's. Ich gehe jetzt mal wieder in die Richtung... Also von der anderen Seite von meinem Höhlentor. Und mach da mal eben die Dinger weg. Ja, das war auch geil. Da habe ich hier oben die Treppe hochgebaut, habe dann irgendwie Lava angehauen. Dann ist sie runtergelaufen, hier zur Seite. Und dann hier runter. Und dann ist sie nicht mehr weggegangen. Die Saudi. Vorhin, das ist so klein. Und voll der riesen See da unten. Ich finde dann auch blöd, dass die Lava nicht so weggeht von alleine, richtig. Wow. Weil die Quelle ist da jetzt weg. Aber die läuft immer noch. Die Saudi. So, ich denke, ich hole mir mal hier nochmal den ganzen Quarz und dann geht's ja zurück. Und dann bauen wir auch mal eine Bahnstrecke. Von dem Haupthaus zum Bauernhaus, weil da kommt ja dann doch noch mehr hin. Obwohl, da ist eigentlich eine Bahnstrecke hin. Eigentlich müsste ich die mal umbauen. Weil ich den Turm ja mal eh irgendwie umbauen wollte. Damit da mal was zur Pötte kommt. Hier war das. Hier hoch. Oh, gut, okay. Angekommen. Was auch noch ein interessant wäre, wäre vielleicht mal ein anderes Textur-Package, mit dem man mal spielt. Ich meine, im Moment habe ich mich relativ an Swags gewöhnt. Oh. Ich meine, gut, die Waffen und so habe ich ja schon immer von Swags. Swag. Oder man macht halt mal noch ein paar Mods rein, keine Ahnung. Oh mein Gott. Hui. Ich dachte auch irgendwie mal an den Minion-Mod. Nee, die hole ich mir jetzt nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich gehe aber hier einmal durch, weil da war auch ganz viel. Ganz viel wahrscheinlich. Drei Stück oder so. Sehen wir jetzt, wo waren die? Hi. Da hinten. Olle. Bäm. Ach ja, ich war ja auch auf... Ich glaube, viele haben das auch mitbekommen. Ich war auch auf E3 gewesen. Konnte diverse Spiele anspielen, bin mit Gronkh und Sarazar da ein bisschen rumgelatscht, war mit dem Party machen. Was heißt Party machen? Wir waren abends nochmal weg gewesen. Einmal in Malibu. Richtig cooler Strand in so einem Café drin. Also in Los Angeles quasi. Und da hat der Sarazar auch gesagt, ich könnte mal in die Together Show kommen, wenn ich Bock hätte. Bock habe ich natürlich schon, muss man halt nur gucken, wann man das realisiert und umsetzt. Aber ist bestimmt mal witzig. Habe ich Behutsamkeit mit? Jawolle. Da ist es. Wenn wir schon mal da sind. Oh, fuck. Also ich bin gespannt. Da passiert bestimmt noch eine Menge. Jetzt Freitag ist ja auch wieder Pokern. Da bin ich auch mal wieder gespannt, was da abgeht. Ah, da war's. Das habe ich ursprünglich gesehen. Ach, hier ist noch mehr. Hui. Glück. Ich glaube, der Query arbeitet nicht mit Glück. Also, da kommt nicht mehr raus bei dem. Ich glaube, das ist eh nicht so effektiv. Ich denke mal, wenn man das in der Oberwelt baut, so ein Query, da ist das cooler. Weil dann hat er halt Steine, die man gebrauchen kann. Erde jetzt nicht unbedingt. Aber dann die Erze, Dias, dann kann man, was weiß ich, ein 64x64 Feld machen. Drei Stück. Dann geht das richtig ab. So, jetzt gucken wir nochmal, was das Ding macht und dann gehen wir zurück. Erz habe ich genug.
Boah. Will hier raus, da. Ging da mal ab. Oh. Brenne. So, aber ich finde auch noch heftig, wie viel Minecraft noch zieht im Grunde. Also wie viele Leute das anzieht. Weil wenn ich mir mal solche Kanäle angucke, so Only Minecraft, die nichts anderes machen. Die haben natürlich momentan ein riesiges Wachstum. Aber ich meine, ist klar, wenn man jetzt, sag ich mal, meinen Kanal nimmt. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Let's Plays drauf. Und wenn da einer draufkommt, der, sag ich mal, relativ Minecraft-bezogen ist, der denkt sich, na gut, der macht zwei Minecraft-Let's Plays. Aber der andere Scheiß interessiert mich gar nicht, deswegen abonniere ich den nicht. Und deswegen gucke ich den nicht. So, und wenn man dann so einen Only-Minecraft-Kanal hat, klar, da geht dann einer drauf und sagt, boah, sauber, der hat ja nur Minecraft. Und zack, abonniert. Und geguckt. Ich meine, abonnieren ist ja zweitrangig. Das gucken ist ja wie... Oh, da ist Lava. Und die kriegen halt einen extremen Boost. Warte, ich mach die Lava mal aus hier. Jetzt sind die voll. Die sind alle voll. Krass. Ich hätte das Rohr hier oben in der Mitte anschließen müssen. Hätten die sie alle gleichzeitig befüllt. So, an sich arbeiten die aber jetzt noch eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Boah! Also mit Shift kann man sich nicht auf so ein Rohr festhalten. Also wenn ich hier den Stein haben wollte, dann wäre das gut gewesen. Aber so? Boah, hau doch ab. Tschüss, Schweinemann. Oh, weg ist er. Weg ist er. Bin ich auf dem Sack, du Musik. Und so, warte, ich wollte noch mal gucken, wie lange die Dinger jetzt laufen, wenn die halt laufen. Oh. Krass, da sieht man die Temperatur, wie die hochgeht. Heat. Ach so, der speichert dann im Grunde, wenn der einmal so zusammengeht, da ist sie wieder weg. Ah. Ja, Lava ist im Grunde bei dem Motor noch das Schlechteste, was man da reinpumpen kann. Man kann da auch noch Öl reinpumpen und Fuel. Fuel ist natürlich das Beste. Ist raffiniertes Öl. Heißt das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da geht es natürlich richtig ab. Aber an sich... Ich weiß es auch nicht, wo die überhitzen. Welche Temperatur haben die denn? Da kann man gar nicht draufklicken. Bin natürlich nur blöd, wenn die irgendwann mal hochgehen, wenn ich jetzt rausgehe. Ich meine, ich würde die gerne anlassen, aber auch nicht zu lange an. Ja. Toll. Guck mal, während das ganze Ding lief, habe ich 4 Sticks gesammelt. Geil. Aber an sich... Ne, wird auf jeden Fall zu warm, das ist doch klar. Lasse ich das jetzt an oder lasse ich das jetzt aus? Ich meine, wird auch gar nicht weniger hier die Lava. Die wird ja gar nicht weniger. Ja, ich mach mal folgendes, mach mal die Dinger aus. Und mach die da nochmal an, wenn ich dann quasi... Boah, wie tief das ist. Wenn ich da mal mit Wassereimer hier runterkomme. Jetzt gehen wir wieder zurück, können ein bisschen was am Tempel wieder bauen. Und können das drumherum da machen. Ich überlege mir nochmal, wie ich die Bahn da baue. Das kann ich ja eben auf dem Weg machen. Hui. Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich heftig, wie die Minecraft-Kanäle... Da, das meine ich. Jetzt bin ich wieder hier. Nö. Das war schön, aber jetzt ist da gleich wieder voll der Chunk-Fehler. Jetzt bin ich gefangen in der Wildnis. Der Bär grillt. Und das neue Design ist natürlich auch nicht so gut jetzt.
Weil Manuel mal, also GLP meint, die Startseite ist noch relativ verbuggt. Aber was soll's, weil Minecraft, ja, YouTube ändert ja sowieso immer an der Nase lang was. Oh, Zoom geht aber immer noch. Immer noch mit Steuerung und das ist Optifine. Womit das funktioniert. Warte, wie sehen denn hier Shaders aus? Dann. Okay, also ich muss sagen, das Wasser sieht auf jeden Fall awesome aus. Obwohl da unten so eine komische Kante ist. Abbauen der Blöcke ist jetzt nicht so der Hammer. Ah, guck mal, hier kann ich aber hoch. Dann brauche ich gar kein Abbauen. So, dann rennt man hier mal durch den Wald. Ich meine, das sieht auf jeden Fall schön aus. Aber wenn man dann wieder in das bebaute Gebiet kommt, dann ist das jetzt nicht so der Hammer. So, das sind knapp 500 Meter, die ich hier laufen muss. Und das ist relativ uneffizient. Warum komme ich nicht einfach an den Höllentor raus, wo ich auch reingegangen bin? Oder gibt es da so ein Mod? Repair Höllentor. Bam! Oh. Sauber. So ein Dreck gegrillt. Hui. Ich meine, wieso nicht, wenn die hier schon auf dem Weg rumgackern? Oh mein Gott! Ein Hund. Und Tintenfisch, da habe ich aber keinen Bock durchzulaufen. Ach, guck mal, hier ist die Schneise. Oh yeah. Die böse Schneise. Die ist in den letzten Folgen schon unangenehm aufgefallen. Hui. Das müsste aber gleich mein Häuschen zu sehen sein. Da mache ich den Shader-Mod auch wieder aus. Weil wie gesagt, so finde ich eigentlich ganz nice, wenn man hier draußen rumlatscht. Aber da, wo das gebaute Gebiet ist, da sieht das irgendwie scheiße aus. Ich meine, man kann den ja auch noch konfigurieren. Guten Tag. Bäm. Lecker Fleisch und Leder. Ah, sauber, one hit. Da war nix drin, nur XP. Holy shit. Mann, wie da leuchtet. So. Da frage ich mich, Anne, gar nicht, da habe ich ja die Erde hingebaut. Hatte mich gerade gefragt, warum denn da solche Flecken entstehen, aber okay. So, und das ist eigentlich auch realistisch. Wenn man reingeht, gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit und es wird heller. Und wenn man von einem dunklen in einem hellen Raum guckt, ist es halt super hell. Und wenn man dann rausgeht, dann gewöhnen sich die Augen wieder dran und dann ist wieder gut. Aber trotzdem gefällt mir der hier nicht. Nun. So, meine Herren. Quarzblock. Weißt du, da rennst du die ganze Zeit herum, dann hast du ein Stick. Und drei Netherquarze. Die warten nochmal, so gibt das eine Säule?